Und damit einmal herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, es hat ein wenig gedauert, es tut mir leid, aber so fängt ja fast jede Folge an inzwischen. Also von daher wollen wir uns nicht weiter, ja, grämen, sagen wir mal so, und schauen uns mal an, ob wir eine Möglichkeit finden, hier jetzt weiterzukommen. Die Umgebungskarte verrät uns, dass wir irgendwas machen müssen. Mehr kann ich mir nicht sagen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier rein. Was hältst du davon? So, machen wir mal einfach. Und Portal zum Schrein der Vision. Da wollen wir hin. Sagt uns zumindest das Spiel gerade mal. Ich schaue mal, ob wir wirklich so, ob das stimmt. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hier ist es auch nicht mehr ganz so kalt wie da oben. Ja, ich Ist bin. das da oben noch einer dieser Wegschreine? Ich Ja, frage mich, wo ja, er ja, hingeführt ja. hat. So, ich bin sehr müde, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass wir hier gleich irgendwo noch ein Bettchen finden oder irgendwas, weil einfach nur warten hilft uns nicht. Und ich habe dummerweise mein Camp zu Hause vergessen. Kennst du bestimmt, wenn du so unterwegs bist und du hast einfach deine Schlafrolle nicht dabei. Ist eine doofe Sache, gebe ich zu. Ne, da oben muss ich nicht hin. Da kommen wir her. Oder muss ich doch da oben ran? Ich kann leider nicht weiter scrollen. Aber es scheint mir fast so, als müssten wir dahin. Wir gehen einfach mal und gucken. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ich würde sagen, wir laufen nicht, wir rennen, weil wir sind ja müde. Vielleicht haben wir ja eine Möglichkeit, da irgendwo pendeln zu gehen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir überhaupt, also wenn wir komplett müde sind. Also schläfrig bis zum Umfallen sozusagen. Wäre eigentlich auch mal interessant zu wissen, ne? Weil sonst machen wir uns immer unnötig Stress, ohne dass der überhaupt irgendwie nötig wäre. Was ungefähr die Definition von unnötiger Stress ist. Naja. Oh, guck mal. Oh, das war ja erfrischend leicht. Keine Gegner unterwegs, nichts. Alles klar. Hallo. Wer bist du denn? Hallo, Prälat Ihr seid Zelagriat. am Wegschrein des Lernens angekommen, Initiat. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Natürlich sind wir das. Auriel segne euch, mein Kind, denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Das ist sehr gut zu wissen. So, dann machen wir auf. Und, ja. Wir müssen mal gucken, wo der letzte Wegschrein ist. Aber erst einmal ein Schluck Wasser. So. Portal des Schwarzfell, des Entschlusses. Schrein der Vision waren wir, glaube ich, gar nicht. Ich gehe mal zum Entschluss. Einfach nur mal, um zu gucken, was uns die Wegmarkierung sagt. Die sagt, hier wären wir ganz okay-ish. Wir schauen einfach mal. Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwo in der Höhle. Und ja, die Sicht ist im Moment so. Das ist nun mal so, weil wir so müde sind. Kennst du bestimmt, wenn du auch mal lange unterwegs warst und nicht viel Zeit hattest, um ein bisschen auszuspannen, dann irgendwann wird die Sicht so. Mal. Feuerresistenz. Okay. Will uns das Spiel etwas sagen? Hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Was haben wir da? Eisenminen, auch schön. Und eine sehr, sehr schöne Musik im Hintergrund, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht viel weiterkommen werden. Nö, oder? Nö. Das sieht aus wie ein Spiel aus der Jahrhundertwende, hätte ich fast gesagt. So. Oh, wir müssen da lang, okay. Was ist denn da? Also, ich bin mal auf Erkundungstour mit euch zusammen. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu kalt werden. Oh! Feuerresistenz, ne? Was seid ihr? Also Drachen, ja, aber... Au, 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 au. Au.
Ja, Serana. Haben wir uns das so ausgedacht? Wollen wir das? Wollen wir das? Ich glaube, wir müssen, oder? Was meinst du? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können. Hier muss ich raus. Ja. Ich überlege gerade, was der sinnvollste Weg ist, da dran zu gehen an diese Gegner. Das ist ja, glaube ich, richtig. Ich bin doch gerade eben da noch lang gelaufen. Bin ich denn hier richtig? Hallo? Da. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis im Moment, das ist der Wahnsinn. Ich muss aber auch sagen, ohne jetzt, dass das irgendwie wie eine große Entschuldigung klingt, im Moment ist auf der Arbeit einfach wahnsinnig viel los, weil einfach niemand da ist. Die sind alle krank. Okay, wir müssen hier lang. Wäre ich doch in der falschen Ecke. Okay, und irgendwann käst dein Gehirn einfach so aus, dass du keine Chance mehr hast, gerade zu denken. Also von daher, ich hoffe, dass ihr, dass es euch okay ist. So, hier laufen wir jetzt richtig, ne? Okay, diese Drachen da. Das Problem ist halt mit diesen Drachen, das Einzige, wie wir uns im Moment heilen können, also diese Tränke sollte ich mir vielleicht tatsächlich einverleiben. Wie wir uns im Moment heilen können, ist, also vernünftig heilen können, ist über Zauber. Wir haben natürlich einiges an Tränken noch übrig. Ich speichere mal hier ab. Und wie lange ist das? Oder? Wie lange hält dieser Feuerresistenz für 60 Sekunden? Okay. Was haben wir denn sonst noch so? Wir haben, okay, Zaubertrank und Wundertrank, 12 und 8 und 16. Und Elixier, 20%. Okay, wir können uns eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, stacken die? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Serana, du musst mir helfen. Wir haben im Moment. Oh, wir haben keine Ausdauerregeneration. Das ist schlecht. Es ist Tag. Ich kann jetzt nicht warten. Es ist Tag. Tag ist schlecht. Für uns vor allen Dingen. So, was haben wir im Moment für Schreie? Zombie beschwören, Schutzgeist beschwören. Das sind keine Schreie. Das hier. Ich würde sagen. Hä? Habe ich den nicht dabei? Warte mal. Ja, wir können ja mal mitten im Kampf hier machen. Dürrnevier möchte ich doch haben. Dürrnevier, Favorit hinzufügen. Und. Oh, wir haben noch eine. Jawohl. Fluch und Nie. Sehr schön. Oh. Ja, Mist. Mir ist wärmer, ja, das ist ja toll. Bitte sag mir, dass hier. Hui! Okay, auch wenn uns sehr warm ist, sehr müde ist, müssen wir hier, glaube ich, noch ein bisschen warten. Oh shit, wir müssen eine ganze Menge warten. Ja, aber tagsüber kann ich das nicht. Dann haben wir quasi keine Mana. Aber tagsüber habe ich keine Chance ohne Ausdauerregeneration. Sup. Oh, ich bin ausgehungert. Da können wir was gegen machen. Ich friere. Wildbretkotelett können wir auf jeden Fall uns mal einverleiben. Wir können die auch zwei verleiben vielleicht. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall satt. Ich habe gerade auf die falsche Seite geschaut. Sorry. So. Ich speichere jetzt mal ab. Und ich glaube, wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach mal mit dieser wunderbaren Gestalt. Vielleicht ist sie ja ganz gut. So, ich weiß noch nicht, warum wir dreckiges Gesichtsfeld haben im Moment. So.
Nicht genug Magika, okay. So, das wird ein Tod durch 1000 Stücke. Aber wir haben echt kaum Magika. Das ist echt kacke, dass wir keine Magika haben. Und auch überhaupt keine Regeneration gerade. Ich glaube, das hängt zusammen, weil wir so müde sind. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir uns gleich nochmal vielleicht auf den Weg machen, uns ein bisschen auszuruhen irgendwo. Well. Vielleicht haben wir ja genug Zeug dabei, um uns ein Bett zu basteln. Ja, bleib mal da oben, alles gut. Hallo. Also, ich kann das nur in dieser Sicht, okay. Au. Na toll. Der einzige Zauber, den wir machen können. Na, ich glaube, so haben wir keine Chance, oder? Was meinst du? Nicht wirklich. Das Lagen. Okay. Jawohl, einer haben wir tot. Problem ist, unsere Begleiterin hat sich gerade zum Schlafen hingelegt. Und uns geht's allgemein eher schlecht. Boah, warte mal, ich kann ja auch. Oder kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich müsste mich zurückverwandeln, um mich zu heilen. Ich weiß nur nicht. Ja, das können wir schaffen. Können wir, glaube ich, schaffen. So. Ah, es wird eng. Oh, wow. Es wird wirklich eng. Komm. Ja, heilen wir uns mal. So, uns ist einfach sehr kalt. So, ich gehe mal wieder zurück. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Lass mich in Ruhe. Hör auf mich zu essen. Komm, stirb. Stirb. Jawohl. Ja, nice. Oh ja. So muss er doch. Oh. Oh, ich dachte gerade. Das Problem ist halt, dass es auch noch so wahnsinnig kalt ist. Wir müssen jetzt schnell wieder zurück. Das würde ich, glaube ich, auch eben machen. Drachenseele aufgenommen. Wir müssen aber unbedingt zurück, weil mit den ins Teleporter da können wir uns nämlich aufwärmen da zu Hause. Also in diesem Zwischenleben. Weil das ist echt kalt gerade. So, wow, wir haben es geschafft. Ich muss mal, bevor das Spiel sich denkt, wir machen einen Todd Howard Gedenkmoment. Ja, genau. Ich gehe mal hier hin. Schwarzwaldpassage. Schwarzfallpassage. So. So, ich würde mir gerne einen Energy Drink reinjagen wollen. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ein wenig mehr Wärme. So, was ich machen wollten würde, wäre. Ich glaube, Lagerfeuer richten, kann ich das? Da kann ich nicht dran schlafen, ne? Ich platziere das einfach mal. Hier platzieren bitte. Du bist durch Erschöpfung. Was war das? So, Lagerfeuer möchte ich gerne verwenden. Okay, können wir nicht verwenden. Alles klar. Was kann ich denn da? Hallo? Fertigkeiten? Ein Lagerfeuer sollte angezündet sein. Okay, können wir leider nichts machen. Zerstören wir das also. Ja, uns ist sehr müde. Ich weiß nicht mehr, ob hier in der Höhle irgendwo eine Möglichkeit war, um uns auszuruhen. Oder nicht. Aber das Schöne ist, wir haben hier, also ich warte noch mal eine Stunde. Dann ist uns wenigstens warm. Aber die Sicht wird nicht besser. Ne? Schrein des Entschlusses. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. War das hier? Oh, hi.
Ja, ne? Ja. Oder? Nein, war man nicht. Doch, war man wohl. Okay. Ja, wir brauchen dringend ein Bett. Wir brauchen so dringend ein Bett. Hatte ich bisher noch nicht, finde ich interessant. Ist eine interessante Abwechslung zu dem, was wir sonst so haben. So. Genau, hier. Ich habe gar nicht geschaut, ob die Loot gelassen haben. Aber die haben Loot gelassen. Müssen wir uns mal anschauen. Aber hier ist halt arschkalt, ne? Und da oben die Kiste habe ich auch liegen lassen. So. Mortlarum. Was hast du denn dabei? Zeig mal. Ein Elfenschild. Eisenzweihänder der Verbrennung. Das möchte ich gerne mitnehmen. Und das Geld, das Elfenschild. Davon haben wir genug. Die haben wir schon ein paar Mal gefunden. Das lasse ich mal hier. So, dann einmal hier rein. Noslarum, was hast du für uns Schönes? 200 Gold. Alles klar, nehmen wir mit. Schade. Keine Drachenknochen, nichts. Uäh. Oh. Hallo, was haben wir denn hier für ein Wort der Macht gelernt? Magika Lebenskraft entziehen. Okay. So, okay. Das ist nicht alles. Sehr geil, aber das ist okay. Das nehmen wir mit und dann wollen wir mal hoffen. Ich speichere mal. Wollen wir mal hoffen, dass es hier erst einmal das war, was das angeht. Nebenbei, ich weiß immer noch nicht genau, woran es liegt, aber unsere Begleiterin hat einfach kein Pferd mehr. Sag mir mal, du hast ja gesagt, du kennst dich mit Mods aus. Sag mir mal, warum das passiert ist. Gab es da ein Update oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Weil ich weiß, dass es mal getan hat, eine Zeit lang. Ne? Hast du ja mitgekriegt. Ich habe Videobeweis. So, was haben wir da? Boah, ich sehe doppelt. Okay. Nichts, was ich mitnehmen kann. Okay. Dann ist mir das egal. Muss ich hier überhaupt sein? Oder war das ein optionaler Boss und ich weiß einfach nicht, wo ich hin muss? Sonst. Ja, okay. Lass mich mal. Ey, lässt du wohl mein Pferd in Ruhe? Komm her. So. Böser Eishaufen. Eisgeisthaufen. So. Okay, alles klar. Ich weiß immer noch nicht, wo unser Ziel ist, aber wir werden es sehen. Bestimmt. Uns ist schon wieder kalt. Aber es ist kalt hier oben. Vor allen Dingen, weißt du, es ist jetzt so die Zeit, wo ich noch zu geizig bin, meine Heizung anzumachen. Also ist mir selber gerade auch ein wenig kälter. Bevor da dreht ein Skelett Drache gerade durch. Nee, also nicht, dass mir jetzt arschkalt ist oder so, aber kennst du diese Zockerfinger, die man bekommt, wenn du gerade im Winter am Computer spielst? Und ja, so einer bin ich. Was war denn da? Das sieht irgendwie voll wichtig aus, aber das ist nichts, ne? Nee. Das ist nur so Mondstein, Erzader, okay. Alles klar. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht unbedingt auf die auf den Weg des Schmiedes wandeln werden irgendwann. So. Ich glaube, wir werden auf gar keinen Weg wandeln, habe ich so das Gefühl. So, wir schauen einfach mal, ob wir hier lang kommen. Ich möchte gerne das letzte Türchen finden. Und das wirkt doch schon mal ganz gut hier oben. Weil es zumindest sowas ähnliches wie ein Weg, den wir hier folgen. Ja. Und ja, ich weiß, dass ich das ein bisschen schieße, dadurch, dass wir mit einem Pferd hier rumlaufen, aber ist mir egal. Siehst du, es wird dadurch nicht einfacher. Es wird dadurch nur anders. Oh, ich glaube, hier müssen wir hin. Okay. Oh, Fall mal. Lass dir mal mein Pferd in Ruhe. Nee, lässt du mich in Ruhe? So, guck mal. Wir haben ja die Möglichkeit, weißt du, da kommst du von der Seite. Guck mal, ich helfe. Ne, wir haben ja die Möglichkeit, perfekt zu blocken. Da muss ich unbedingt mal ein bisschen mehr machen.
und da mal ein bisschen mit anfangen. So, boah, Falmerblut trinken, das ist ja widerlich. So, auf zur Gletscherspalte. Da haben wir eben ganz kurz gesehen, wie es hier aussehen würde, wenn wir nicht so wahnsinnig kalt wären, müde wären. So, keine Ausdauer. Und wir haben Probleme mit unserer Sicht, habe ich das Gefühl. Oder ist das so hier? Boah, guck mal. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, worauf ich da gerade schieße. Ein Eistroll, ja klar. Ich möchte ein Bett, aber ich sehe da oben Falmerlager. Da können wir uns auf jeden Fall zur Nacht ruhen. Ich glaube, weil es so müde ist, haben wir auch keine Ausdauerregeneration mehr. Oder zumindest eine stark gesenkte. Ah, zu spät. Oh, wow. Uns wird zwar hier ein bisschen wärmer, aber nicht genug. Was haben wir denn? Toll. Zaubertrank Gesundheit wiederherstellen. Plus 5. So, wir haben echt scheiß Tränke gerade dabei. Warum sind die so schlecht? Hat das auch was damit zu tun, dass wir so müde sind? Nee, ne? Nee, oder? Nein, das kann nicht sein. Zaubertrank der kleinen Heilung, vielen Dank. Ich hätte auch den Amethyst mitnehmen können, da hast du recht. Hätte ich machen können, habe ich nicht. So, da oben haben wir noch einen. Wir müssen nur irgendwie überleben und hoffen, dass sie dann ein Bett haben. Das wäre äußerst famos. Gerade die stabilste Konstruktion, die ich von diesen Kreaturen auch nicht erwarte. Ich habe keine Ausdauer. Oh. Ah, das ist nicht gut. Oder hat er uns nicht mehr gesehen? Ich glaube, der weiß gerade nicht, wo wir sind. Eieiei, wir haben keine Regeneration von nichts. Uns geht es äußerst schlecht. Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, ich stelle hier mal ein Lagerfeuer hin. Nein, eigentlich das nicht. Kann ich damit bitte wieder aufhören? Nein, kann ich nicht. Ich platziere das einmal und dann drücke ich platzieren, abbrechen. Okay, so funktioniert das. Wo haben wir es denn hier? Vampirfürst. Ja, das ist auch okay. So, Vampirfürst müssen wir, glaube ich, mal machen. Weil dann haben wir zumindest wieder ein bisschen mehr HP. Und dann einen Weg finden, wie wir darüber kommen. Okay, wir gehen einfach hoch. Was hältst du davon? So. Bitte, nein. Nein. Oh, ich habe so drauf gesetzt. Ich hoffe, dass hier irgendjemand uns eine Möglichkeit gibt zu schlafen. Sonst sehe ich echt eine düstere Zukunft für uns. Vor allen Dingen, wenn gleich ein Boss kommt. Ich habe das Gefühl, dass wir noch einen bekommen werden, weil irgendwie die beiden Drachen, die waren überhaupt nicht auf unserem Weg. Oder waren sie? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf jeden Fall falsch gelaufen. Und dadurch haben wir ein bisschen Zeit verplempert und ja, wir sind echt müde. Sonst würde ich, je nachdem,
was da kommt, weil ich, wir haben halt einfach keine Ausdauer, Regeneration, nichts mehr. So, würde ich einfach mal schauen. Was wir machen können. Weil ohne Ausdauer und nichts sind wir halt auch kein guter Kampf. Einzige, was wir halt machen können, ist Schießkunst auf 69 zu verbessern. Nice. So. Weil hier können wir uns ja auf jeden Fall mal... Lass mich doch ein bisschen von dieser Seelenenergie ziehen. Ein bisschen nur, Serana. Naja, keine Chance. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen halt mit unserem Vampirchen hier durch die Gegend laufen. Und hoffen, dass wir... Da sehe ich doch was. Sehe ich da was oder sehe ich da was? Ich meine, ich sehe da ein Bett. Oh, wie geil das wäre. Und was für ein komisches Let's Play das ist. Keine Mana. Stirb einfach. So. Das ist nur eine Kiste. Nein. Oh Mann, ey. Was ich vielleicht machen würde, ist, wir haben ja bestimmt in den Untiefen irgendwo in unseren Taschen eine Schlafrolle. Die würde ich mir mal eben suchen wollen. Und wir sehen uns gleich sofort wieder. Ein Moment. Oh, ich habe es geschafft. Es ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Also, ich habe erstmal das Lagerfeuer angemacht und vergebt mir, ich habe dafür ein bisschen Zündholz in den ewigen Äther gefunden. Und sonst habe ich mir nichts geholt, außer einen Bärenpelz, weil sowas braucht man hier. Und wir haben hier Schlafzeug jetzt hier rumliegen. Wir können das zusammenpacken auf jeden Fall, wir können uns da draufsetzen, aber erst einmal möchte ich wirklich gerne, komm, wir schlafen einfach mal 6 Stunden. 6 ganze Stunden am Stück. Wann hast du das letzte Mal so lange geschlafen? Fühlt sich besser? Aber immer noch erschöpft und wir haben keine Mana-Punkte, was? Zählt das nicht? Ich schlafe nochmal 12 Stunden. Wenn das nicht zählt, dann bin ich beleidigt. Dann mache ich den Survival-Modus, glaube ich, für den Rest dieses Dungeons aus. Zumindest bis wir ein Bett finden, weil sonst ist das zu krass. Oh, es zählt. Serana. Überleg mal, uns geht's gut. Ja. Ich meine, das Lagerfeuer ist ausgegangen in der Zwischenzeit. Aber das ist okay. Das ist ein Preis, den ich... Ja toll, ich habe mir ein Wildbret gegessen. Ich wollte das Kotelett noch essen. Das ist ein Preis, den ich wirklich wesentlich gerne... Das ist... Ding ins Kripp. Weißt du Bescheid? Oh. Okay. Bezahlen möchte. Alles klar, Serana. Wir haben jetzt eine Rolle und angeblich, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, angeblich soll das jetzt da die Rolle da unten drunter sein, die jetzt da unter der Tasche ist, wenn es die Tasche ist von der Mod, die wir haben, weil wir haben hier Gegenstand herstellen beispielsweise, da gibt es eine ganze Menge an Sachen, die wir herstellen können, unter anderem halt hier, wie heißt das, raues Schlafzeug, das habe ich jetzt, damit wir da schlafen können und Reisemantelfell haben wir, glaube ich, gerade im Moment an. Wärme 0, das ist ja geil. Nee, also hier haben wir uns so gut wie noch gar nichts angeschaut. Schau mal, Reisemantelpelz hat auch keine Wärmepunkte. Kann man eventuell mal überlegen, dass wir das dann vielleicht nicht mehr benutzen. Ja, werden wir sehen. Aber hier gibt es halt eine ganze Menge Sachen, die wir halt dann da bauen können. Unter anderem halt auch eine Schlafrolle. Also ganz verrückt war ich nicht. Alles klar, wir sehen jetzt auch wieder. Ist das nicht schön? Es ist nicht mehr so durcheinander, die Sicht ist nicht mehr so schlimm. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass wir da ein bisschen unterstützt haben, das Spiel. Dass wir halt ein bisschen besser sehen können und auch ein bisschen besser kämpfen können. Hoffentlich. Hoffentlich. Serana, sei mal ganz kurz leise.
Oh, ich habe einen Pfeil in die Schulter bekommen. Ich schmeiß mal eben kurz meine Waffe weg und sterbe ganz schön langsam, so dass Bruce Willis sehr, sehr stolz auf mich wäre. Keine Ahnung. So, ich freue mich einfach sehr, dass das geklappt hat. Das ist eigentlich total cool. Ich habe mir auch die Fähigkeitspunkte da mal ein bisschen angeschaut, was man da noch so lernen kann. Und in der Zwischenzeit, und das ist für mich persönlich eine ganz tolle Sache, in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, man kann bei Hunterborn, nur so, wir machen ja auch ein kleines Mod-Showcasing. Wir haben hier Hunterborn, wo ist es hin? Bei H wahrscheinlich. Bin ich jetzt blind? Irgendwo haben wir das hier. Ich gehe mal auf Filter Hunterborn, bitte. Da, Option Hunterborn. Kann ich den nicht, danke. So, das heißt, ich kann hier ja, das einfach komplett pausieren, dass wir das nie wieder brauchen. Was ich aber wesentlich wichtiger finde, ist, wo war das? Regeln, Zeit. Und hier habe ich, dass es jetzt keine Zeit mehr braucht, wenn wir das essen. Also keine Ingame-Zeit. Das andere ist egal, das brauchen wir nicht. Das ist einfach nur, was das so macht. Mehr habe ich hier auch noch nicht nachgeschaut. Choose additional game to hunt or ignore. Small games include chicken dogs. Okay, das machen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Es ist im Prinzip, dass wir halt hier eine ganze Menge machen können. Wir sind jetzt Level 2 im Häuten, im Ernten auch Level 2 und im Stöbern Level 1. Alles gut, brauchen wir nicht mehr machen. Aber was das bedeutet ist, wir können jetzt anfangen, auch wieder Sachen auszuräubern. Und ich glaube, das möchte ich auch wieder machen. Weil... Ah ne, das ist nur eine Hütte. Ah, ist halt frech. Habe ich mich... Ich dachte, da ist was. Habe ich mich verjagt, ist das falsche Wort. Ich hatte nur gedacht, wir müssen jetzt kämpfen. Nee, also ich möchte es gerne haben, dass wir da auch die Sachen sammeln können, die das Spiel so mit sich bringt. Weil im Prinzip haben wir von den Mods eigentlich nur die Additional Perks benutzt bisher. Und ich möchte gerne auch ein bisschen in Hunterborn reingehen. Das mit dem Camp, ja, weiß ich nicht, ist ganz cool. Da kann man auch verbesserte Fähigkeiten bekommen. Man kann später auch noch bessere Sachen herstellen. Unter anderem halt auch ein Gerbgestell. Das können wir jetzt schon. Aber wir können dann auch ein Verzauberungsgestell bauen und so weiter. Dass wir halt unterwegs eine ganze Menge machen können, sehe ich nicht so praktisch. Weiß ich nicht. Aber das mit dem Häuten und so finde ich eigentlich ganz cool. Blutsaugen ist das nicht. Aber den Rest finde ich ganz gut. Da können wir auf jeden Fall was machen. Gefällt dir nicht, wie es hier aussieht? Lass das die Falmer nicht hören. Die haben hier bestimmt für gearbeitet. Hallo? Ha! So, rechtzeitiges Blocken. Haha! Hallo? Danke. Der da hinten hat nichts von mitbekommen. Nur so ein bisschen. So, nee, also sagt mir mal, ob ihr da Bock drauf habt. Und was ich auch noch hätte, also ich mache das auch noch als Umfrage auf meinem Kanal. Ich denke, wir sind hier früher oder später am Ende dieses DLCs angekommen. Und ich möchte gerne wissen, was möchtet ihr als nächstes machen? Im Prinzip, welches DLC habt ihr Bock drauf? Außer natürlich das Hearthfire DLC, weil einfach nur ein Haus bauen... Ja, da gibt es bessere Spiele für. Aber sagt mir gerne, was ihr Bock habt, also worauf ihr Bock habt. Ob ihr sagt, wir fahren auf die Insel oder die anderen beiden, die ich es gerade nicht im Kopf habe. Aber ihr habt die bestimmt im Kopf und halt auch zur Not die Umfrage, die demnächst kommt. Ich glaube, ich mache die am Sonntag. Mal schauen, wenn ich dran denke. Für mich ist es gerade Donnerstag, für dich ist wahrscheinlich Freitagabend, wenn du einer der wenigen bist, die direkt die Folge gucken. Oder halt ein ganz anderer Tag. Das kann natürlich auch sein. Ich habe so festgestellt... nach drin gehen oder in eine Höhle. Natürlich, machen wir gleich sofort. Ja, aber ich habe so festgestellt, der durchschnittliche Viewer schaut sich gar nicht die Folge an, wenn die rauskommt, sondern irgendwann später, wenn es mal passt. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Könnt ihr gerne machen. So. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt... Wenn die Folge rauskommt, einfach mal öffnen und ein Like dahinter lassen. Einfach nur mal so. Das hilft meinem Kanal ungemein und mir natürlich auch. Da habe ich nämlich richtig Bock, dann neue Folgen zu produzieren. Der Schluss war katastrophal. Was? Woher seid ihr gekommen? Okay.
Also den Schuss hätte ich nicht gedacht, dass ich den treffe, den einen. Das war ein cooler Schuss. Was ist das für eine Falle? Ah, so eine, okay. Mit der kann ich leben. So, 4, 5 Gegner. Da oben auf der Brücke ist einer. Toller Schuss. Ich liebe das ja, wenn Spiele diese Kniffe machen nach dem Motto, guck mal, da kannst du durchgucken. Aber da darf kein Pfeil lang. Finde ich super. Ist ein ganz tolles Feature. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde das klasse. Das macht das Spiel auf jeden Fall um Ellen besser. Ganze Ellenlängen werden da dran gehängt an die Qualität. So. Guck mal, mit einer vernünftigen Ausdauerregeneration macht das Spiel echt Sinn. Wo seid ihr? Oh. Ich hab einfach mal einen Pfeil in die Schulter geworfen. Ah, aua, lass das sein. So. So, nee, das Schöne an diesem Hunterborn ist halt auch, dass man bessere Fälle kriegt, je öfter man Sachen auseinander nimmt. Nee, lass das sein. Nein, habe ich gesagt. So. Was jetzt davon? Stab des Blitzes, ja. Istkapfen. So, uns ist wieder sehr kalt und ich glaube, das Symbol oben friert auch ziemlich. Das heißt, wir müssen uns ein wenig auf den Weg machen. Kleines Geweih, lassen wir weg. So, Serana, ich hoffe... Oh. Ah ne, du bist einer von Serranas Mitgliedern, ne? Ja, natürlich. So. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Ich schau mal ganz kurz auf die Map, weil ich glaube, das ist richtig, ja. Weil ich möchte halt einfach nicht einfach nur erfrieren, weißt du? Oh, vor allem der Schattenschleicher. Die ist böse. Der ist böse. Nee. Oh, oh. Serana? Hör mal. Wenn du gerade mal Spaß hättest. Oh, wow. Übrigens, hast du gesehen, wie viel mehr Heilung wir kriegen durch die Tränke? Also kriegen wir tatsächlich schlechter Heilung, wenn wir müde sind. Oh, hier ist so kalt. Es ist so kalt. Ich habe echt Angst gerade. Sonst müssen wir einmal komplett zurücklaufen, weil in der Höhle war es nicht kalt. So, Malachiterz, Welkenstein, okay. Titellose Buch, Band 4, auch sehr cool. Bienenstockhülle, aber ich habe das Gefühl, wir müssen mal einmal zurück uns ein bisschen aufwärmen. Oder können wir nicht mich hier aufwärmen? Bitte, bitte lass mich hier aufwärmen können. Ja, kann ich. Wunderbar, ich würde hier eine Stunde warten. Ich finde es gerade schön hier. So, da müssen wir nicht zurück. Das war aber auf jeden Fall ein Off-Path, also einer, wo wir nicht hin müssten. So, Ziegenbein, so sieht das hier also aus, okay. Alles klar, was haben wir da? Aha, okay. Also, ich habe da hinten nämlich noch einen Zweitweg gesehen und ich glaube, der Zweitweg ist ein schönerer, wenn ich mich nicht ganz vertue. Oder haben wir? Guck mal hier, ah ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, guck mal, hier können wir jetzt pennen. So, Eisenerz, nee, ich glaube. Es gab doch keinen Zweitweg. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen oder ob wir da unten lang müssen. Bei diesen wunderschönen kleinen Viechern. Hallo? Oh ja. Na, lässt das so sein. Das mit dem Gift ist keine schöne Sache.
Okay. Letzter Heilungstrank. Na komm. Boah, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Klunk. Einmal in die Fresse geballert. Es ist schon fast Comedy, wie Comedy, weißt du? Comedy? Na, hallo. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Na, glaube ich nicht. Also, was ich meinte, es ist fast schon komisch, wie schlecht ich im Kampf bin, einfach. Aber, naja. Ich glaube, ich kann damit leben. Ich hoffe, dass es für euch auch okay ist. Aber um ehrlich zu sein, ist jetzt auch langsam vorbei. Also wenn du wirklich 100% geile Kämpfe sehen willst, die top ausgeführt sind, bist du hier sowieso falsch. Aber das hast du wahrscheinlich schon lange gesehen. So, Mondstein. Quecksilber, okay. So, was haben wir da? Da kommt doch bestimmt ein Wicht gleich rausgesprungen. Aber erst einmal... Serana, ich würde da weg... Weißt du? Nichts anderes erwartet. Wir haben keine Haltrempe mehr, ne? Nur so fürs Protokoll. So. Einmal aus dem Leben gekrittet. Genau, was ich gerade vor einer Viertelstunde gesagt habe, oh, ich möchte unbedingt die Leute aus dem, also die Tiere wieder, na komm, auseinandernehmen und dann gucken, was man da so bekommt und alles, ja, siehst du, wie dringend ich das möchte, aber ich muss mich dran gewöhnen, glaube ich, mich auch dran erinnern. Oh, guck mal. Hallo, mein Gutester. Möchtest du mir etwas sagen? Hi. Ihr habt den Weg Schrein des Glanzes gefunden, Initiat. Ja. Möge Auriel sehen, sorry, euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. Ja. So, einmal das. Jung. Und dann Wasser schöpfen vom Becken. Verschaffe dir Zugang zum Allerheiligsten. Und ich denke, da müssen wir in die Richtung. Und was ich auch denken tue, ist, wir tun das in der nächsten Folge. Aber es sieht ein bisschen... Das muss der Ort sein. Ich habe noch nie ein Gebäude wie dieses gesehen. Es sieht wie eine Art Tempel aus. Wie heißt dieser Level bei Dark Souls 2 nochmal? Mit diesen großen, großen Bösen? Anor Londo. Genau. Anor Londo. Oder Anor Lando? Weiß er auf jeden Fall, was ich meine. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank fürs Aushalten von dem, was ich hier Let's Play nenne. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.